Danny und mit Alok im Nacken lässt sich sicher gut laufen. Schade nun für Xenia Schneider, dass die Bahn 3, 2, 3 und 4 frei bleiben. Also sie muss sich ein bisschen weiter nach außen orientieren. Und die Britin Amy Alok mit einer Saisonbestzeit von 53,8. Sie macht jetzt da schon mächtig Druck. Xenia Schneider nun groß im Bild. Und bei 200 Meter ist Amy Alok schon an Daniela Kiburz dran, hat also die Kurvenvorgabe schon aufgeholt. Daniela Kiburz, die sich nun an der Britin orientieren kann. Amy Alok vorne, dann das Duell Kiburz gegen Danny. Shine Danny und Daniela Kiburz, die kämpfen um die zweite Position und 52,75 für Amy Alok. Das ist neue persönliche Bestleistung. Ihre persönliche Bestleistung ist sie ebenfalls in der Schweiz gelaufen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, das war im Juni 2014, 52,83. Also ihr gefällt es in der Schweiz ganz definitiv.